Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sturi und Rasa kämpfen sich durchs Tutorial von Dropzone. Hi Sturi. Guten Tag. Ja, wir haben ja letztes Mal erfolgreich die Fähigkeiten der Dinger kennengelernt und wie man drei verschiedene Mechs, nee, sind es ja nicht, Rigs steuert. Und heute müssen wir das erste Gefecht gegen einen Computergegner machen, so wie es aussieht. Ne? Ja. Der Gegner heißt Enemy Squad, bei dir auch, nehme ich mal an. Ja. Kriegen wir auch fortfahren? Nein. Okay, dann quatschen wir einfach noch ein bisschen. Ja. Sturi ist ein bisschen überfordert. Ich drücke auch auf Fortfahren. Jetzt ist es 5, 4, nee, fortfahren, was denn? Muss ich nochmal drücken? 5! Ja, das steht bei mir auch. Guck mal, wir brauchen diese Kurs. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie dieses Team in die Quere kommen. Ja, der zählt so ein bisschen, okay. Ja, ich bin gespannt. Also. Welche Kurs? Wo sind die? Da musst du dir auch die Aliens kaputt machen für. Dann spucken die ja Kurs aus. Achso, okay. Ne, das, also habe ich es zumindest gerade im Singleplayer verstanden. Ach, die, okay. Ja. Zerstören Nester, um Kurs freizulegen. Das sagt er dir doch sogar. Lade Kurs in den Energiepunkt hoch. Okay, der sagt dir auch alles, was ich machen muss. Ist doch alles wunderbar. Ach, Gott sei Dank. Alles klar. Los, lauf los. Fortfahren jetzt endlich. Fortfahren. Mann, wir müssen noch auf Fortfahren klicken. Ja, los geht's. Ab jetzt. Also man nimmt mal diese Dinger, damit man ein bisschen was sieht oder was. Dafür ist das da, okay. Keine Ahnung. So. Ich mach einfach mal. Viel reden kann man dabei, glaube ich, nicht. Man muss das einfach mal sehen, was man hier macht. Vor allem, wenn wir was Unterschiedliches machen, ist es ein bisschen schwierig, darüber genau zu reden, aber. So, wir machen erstmal das, damit wir da ein bisschen heilen können. So, Abmarsch. Ich kann doch jetzt auch eigentlich auch du nur dahin schicken und die anderen beiden schon mal woanders hinschicken, ne? Das müsste doch eigentlich auch gehen. Da, wo die Augen sind, da sind quasi gerade Nester. Okay, ich verstehe. Und da gibt es Sachen zum Einnehmen, okay. Die Widget fehlt mir. Wo ist die Widget? Ach, die 1 ist das. Die Recon fehlt. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Die anderen kommen! Auf sie! Ja, ich hab den auch gerade schon verscheucht, den einen da. Also ich führe 1-0 gegen den anderen. Ja, ich auch. Komm, töte den jetzt! Töte den doch! Wo ist denn meine Heilerin? Drücken E. Das ist mir zu stressig hier. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Nein, geh weg! Oh scheiße, ich hab einen verloren. Ich hab doch zu viel drauf angelegt, hier den Gegner fertig zu machen, statt irgendwie auf was anderes zu achten. Ich hau jetzt besser ab, die kommen immer einzeln hier raus, das ist irgendwie ein bisschen doof gerade. So, jetzt muss ich mal hier rüberlaufen. Die verfolgen mich, Hilfe! Mein Tank ist halt kaputt gerade. Ja, ich hab's zu viel auf die angelegt.
Bei mir steht übrigens 2-1 gerade für mich noch. Für mich steht 2-1. Ja, ich kümmere mich gerade zu viel um die anderen. 3-3. Wo kommt der denn schon wieder her? Ach du Scheiße. Das ist mir zu stressig. Ich werde nicht mal mit dem Computer fertig hier. Bleibt hier. Das ist wichtig. So, ich muss mich jetzt mal weiter um die Aliens kümmern hier, glaube ich. Sonst habe ich bald ein Problem. Jetzt steht es mir schon 2-2, weil ich nicht aufpasse. Ah, Sturi. Ich bin überfordert mit diesem Spiel. Ich weiß nicht, was ich klicken soll. Das fragst du dich? So, was haben wir denn noch jetzt hier? Wir haben noch, wo ist denn die 1? Die muss doch heilen. Du musst doch E drücken jetzt, die E. Okay. Upgrade. Irgendwas upgraden. Hier, den da zum Beispiel. Okay, alles klar, läuft bei mir. Easy peasy. Go ahead. Warum geht ihr beide darum? Seid ihr eigentlich bescheuert? I'm here, I hear you. So, jetzt übernehme ich mal einfach hier das Ding. Einfach nur, um die zu ärgern. Habe ich hier unten ein Core liegen lassen? Ich habe da ein Core liegen lassen. Geil. Ich bin ja auch ein Depp. Kann ich da auf die Minimap klicken, dass er da hingeht? Okay. Oh mein Gott, ist das... Das ist so anstrengend. Ausrottung Enemy Squad. Was denn jetzt? Ausrottung Enemy Squad. Hä? Ich kann die nicht killen. Die hauen immer vorher ab. Das ist natürlich schon ein bisschen doof. So, wo ist denn hier die Einser? Die ist zum Heilen. Ne, die ist zum Heilen. Eh. Bleibt hier. Was auch immer. Ausrottung. 100 Kavage-Einheiten, was? Ich finde, du musst 100 Kavage-Einheiten vernichten, was auch immer. Moment, wo ist der Tank? Da ist der Tank, glaube ich, hoffe ich. 1E. E. So anstrengend, so anstrengend. Oh, meine ist fast kaputt. Ich muss meine Rigs zurückziehen, verdammt. Was macht der denn hier? Scheiße. Recon ist tot, verdammt. Das kann nicht gut sein, was ich hier mache. Oh mein Gott. So anstrengend, Sturi, es ist so anstrengend. Ja. 5-2 steht jetzt. Ich misch jetzt 5-4-3.
Es ist viel zu anstrengend. Es sind noch 47 Sekunden Zeit. Hallo, gib das scheiß Zeug da ab jetzt. Alter. Noch 30 Sekunden. Ja, es steht 5-3 und ich bin noch am Abgeben, also alles gut bei mir. Ich habe noch 20 Sekunden, dann bin ich auch fertig. Aber ich habe keinen von denen gekillt, ne? Jetzt steht 7-3 bei mir. Und es sind nur noch ein paar Sekunden, also von daher. Sieg, ja. 7-3, irgendwie habe ich gewonnen, ich weiß nur nicht wie, aber es hat geklappt. Ich bin irgendwann nur noch in der Mitte stehen geblieben, wo ich einen Vorsprung hatte. Das Problem ist, dass es nur ein Computergegner, ne? Gegen menschliche wird das wahrscheinlich schwieriger werden. Ja. Neue Stufe. Was ist neue Stufe? Wieso neue Stufe? Was hast du gekriegt? Gold? So 85? 75? Ich hab mehr gekriegt, haha. Und jetzt? Neue Stufe. Neue Stufe. Wieso neue Stufe? Wieso steht bei mir neue Stufe drunter? Das steht bei mir auch. Siegbonus 50. Hochgeladene Kurs 35. Deswegen habe ich 85. Ich habe mehr Kurs hochgeladen als du wahrscheinlich. Ja. Hauptmenü. Alter, ich bin überfordert. Gleichzeitig noch reden dabei ist. Siegbonus, hochgeladener Kurs, neue Stufe. Erhaltene Währung. Siegbonus, genau. Ich habe da 1085 und du hast dann wahrscheinlich. 1075. Ja, gut, das macht ja kaum Unterschied bei 1000. Drei Crates. Crates. Erhalte Kisten. Genau, so, jetzt habe ich irgendwie. Okay. So, und jetzt haben wir hier noch ein paar. Willkommen in der Werkstatt, Commander. Hier entscheidest du, welche Piloten du bei deiner nächsten Mission mitnehmen möchtest. Und wie sie ausgerüstet sein sollen. Meine Güte, das auch noch. Ja, wie viel gibt's da? Oh Gott, das sind ja 12 Stück. 12 scheiß Piloten, wo man sich noch einiges durchlesen kann, was sie können. Wir haben noch 2 Minuten, bis das Video zu Ende ist. Die lese ich mir nochmal durch. Was haben wir denn hier? Wir haben die Pandora. Ah, die haben verschiedene Rigs auch noch. Okay, was kann denn Pandora denn? Merkmale. Pandora enthält zusätzlich LP-Regeneration und erhöht ihren Waffenschaden, wenn sie keine verbündeten Rigs in der Nähe befindet. Also die ist quasi eine Assassin. Du schick mal allein los, ne, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Klingt zumindest so. Waffenschaden plus 37 Meter, LP-Regeneration, bla bla. Okay. General Vex. Wenn General Vex eine Fähigkeit einsetzt, werden alle seine aktiven Ablenkzeiten reduziert. Okay. Der ist auch schön bunt. Ja. So, Plutus. Do not be afraid. Your sacrifice will set you free. Das ist ein komischer Kerl, der hat gerade was erzählt. Gut. Plutus verleiht Verbündeten in der Nähe zusätzlich Rüstung, wenn sie einen Chor transportieren. Plutus reduziert die Rüstung von Gegnern in der Nähe, wenn sie einen Chor transportieren. Alles klar. Also, bei Chor, gut, okay. Für sich selber. Beschwörer. Achso, das waren jetzt 3 Beschwörer. Jetzt kommen Jäger. Der Recon ist ein Jäger. Wenn Recon Gegner mit Waffen oder Fähigkeiten trifft, belegt er diese mit einem Debuff, der ihre Rüstung reduziert, okay? Fury? Wie spricht man die aus? Fury? Fury, würde ich sagen. Fury erhält Rüstungsstapel, abhängig von der Anzahl der Rigs, Alphas, Nestern und Bossen in ihrer Nähe. Also klassischer, aber dann ist es auch eher ein Tank, wenn die Rüstungsbonus kriegt, oder? Keine Ahnung. Was fragst du mich denn das? Ja, ich meine nur so irgendwie. Na, ist egal. Vanguard. Barmherziger Engel. Vanguard glaub, erhöht die. Was denn? Ich glaube, die Jäger sind hier die Tanks. Ja, sieht so aus. Weil die haben auf jeden Fall immer eine Plus-Rüstung, ne? Ja. Vanguard erhöht die Rüstung von Verbündeten in der Nähe. Okay. Das muss man auch noch die Spielweise anpassen, irgendwie, wie was man macht. Mhm. Widget ist dann die Mechanikerin, klar, Mechaniker Support. Ja. Ne? Schnelle Reparatur, Spezialfähigkeit. Widget beginnt das Spiel mit mehr Gesamtlebenspunkten als andere Mechaniker Rigs. Okay. Turbine. Das Feuer anfachen. Turbine wird für einen Teil der Gesamtlebenspunkte jeder Einheit geheilt, die er vernichtet. Okay. Feuer.
Cortex. Sämtlicher Schaden, den Cortex zufügt, heilt Verbündete in der Nähe. Cortex selbst profitiert nicht von der Heilung. Ein großer Teil des Fähigkeiten... Okay, die sollte man dann hinten stehen lassen, Schaden machen lassen und dann die anderen dadurch heilen. Ja. Nee, da kommen jetzt die Tanks. Ach, dann. Also die Jäger sind so... Ach du meine Güte, okay. Auch Tanks, aber nicht so richtig. Haben wir die ersten wahrscheinlich Magier, so frei nach Motto? Die Jäger sind Assassine? Ja, so Nahkampf-Dings. Ich vergleich's mal gerne mit LOL, so ein Wukong oder sowas, ne? Weiß enthält im Vergleich zu anderen Tank-Rigs mehr LP und höhere Rüstung. Alles klar. Knockout. Für jede von ihr aktivierten Fähigkeiten wird Knockouts Geschwindigkeit kurzzeitig erhöht. Knockout erhält pro Stufe weniger LP als andere Tank-Rigs. Warhead. Der verlangsamt alle Gegner, alles klar. Ja, ihr seht, es ist nicht viel, es sind nur 12. Es sind nur 12 Rigs, die unterschiedlich stark sind und Boni bieten und die natürlich jeweils 4 Fähigkeiten haben, die man sich mal alle irgendwann durchlesen muss. Davon steuert man 3 gleichzeitig, die man sich irgendwie zusammenstellt und ja. Ich glaube, im nächsten Spiel werde ich mal gegen Sturkopf antreten und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Sag tschüss, Sturi. Ich mach jetzt erstmal. Tschüss, Sturi. Tschüss, Sturi.